Breiter, größer, schwerer und höher. Die Bauma ist ein Treffen der Giganten. Hier zeigen Hersteller die ganz großen Dinger. Wer dachte, dass Bagger, Kran und Radlader nur kleine Jungs interessiert, täuscht sich. Gleich am Eröffnungstag kam Ministerpräsident Markus Söder zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, um die Baufahrzeuge zu bestaunen. Das, was hier an Technologie, an Know-how, an Fertigkeiten gezeigt wird, das ist wettbewerbsfähig in allen Erdteilen, in Europa und ganz bestimmt auch in Deutschland. Die Baubranche boomt. Als kleiner Junge war ich hier mit leuchtenden Augen. Das war übrigens mein erster Besuch in München, kann ich mich noch erinnern, war bei der Bauma mit meinem Vater und anschließend im Hofbräuhaus. Also da war sozusagen das gesamte München-Feeling drin. Und insofern ist das einerseits faszinierende Kindheitserinnerung, aber auch spannende Zukunftserwartung. Die Bauma ist für uns die Leitmesse schlechthin. Das ist das Nonplusultra-Messe. Wir sind Gründungsmitglied seit der Restart der Bauma nach dem Krieg und haben uns bis jetzt noch jedes Jahr waren wir da mit dabei. Knapp eine Tonne wiegen die winzigsten unter ihnen. Doch die größten sind mit über 400 Tonnen Gewicht die absoluten Highlights. Auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ließ es sich nicht nehmen, einmal Baggerfahrer sein zu dürfen und sich bei einem Rundgang über die Messe verschiedenste Maschinen, Fahrzeuge und bauwirtschaftliche Konzepte erklären zu lassen. Also natürlich war sehr beeindruckend die Größe der Maschinen, überhaupt die Größe des Geländes, wenn hier über 60 Hektar Ausstellungsfläche mit 3.500 Ausstellern, das beeindruckt schon mal. Es ist natürlich eine hohe Ehre, dass der bayerische Wirtschaftsminister bei uns vorbeigeschaut hat und natürlich Interesse auch gezeigt hat, gerade an unseren neuen Produkten. Es ist natürlich in Zeiten der Breitbandverlegung und der großen Stromtassen, die Diskussionen, die jetzt da in der Tageszeitung oder zur Zeit immer diskutiert werden, ist es natürlich auch eine gute Sache, ihm Maschinen vorstellen zu können. Für die Maschinentechnik, da war er sehr interessiert, weil das ein Teil der Lösung ist für die Energiewende. Wie bringen wir die Hochspannungskabel unter den Boden? Und deswegen hat er gesagt, er kommt auch auf unseren Stand. Aber hinter den Kulissen und hinter den Maschinen läuft ja jetzt das Modell der Digitalisierung voll durch die Baubranche. Digitalisierung, elektrische Antriebe, Vernetzung und Automatisierung, das sind die dominierenden Themen auf der Bauma 2019. Also alles, was unter all dem Metall für den Laien nicht sichtbar ist. Ein Bagger weiß inzwischen erstaunlich viel über das, was er tut. Das Beeindruckendste an der Bauma ist zunächst mal, dass die Digitalisierung auch in der Bauindustrie jetzt voll Einzug hält, dass im Endeffekt die größeren Bagger schon digitalisiert sind und die Baustelle der Zukunft digitalisiert ist. Also die Vernetzung der Maschinen mit Mensch, mit Planungen, das ist der nächste große Schritt. Es gibt beispielsweise in Steinbrüchen und anderswo bereits autonom operierende Maschinen. Daraus kann man lernen für den wirklichen Verkehr unter realen Bedingungen. Die Baumaschinenindustrie ist sehr differenziert, weil es Anwendungen sind für ganz konkrete, komplexe Einzelfälle. Und das schafft die Möglichkeit, Lösungen auszuprobieren, zu entwickeln, die dann übertragen werden können in die industrielle Massenfertigung. Die Bauma ist die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte. Sie ist aber nicht nur die größte Baumesse der Welt, sondern mit 18 Hallen und insgesamt 614.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die insgesamt größte Messe weltweit. Nur alle 3 Jahre findet sie auf dem Messegelände in München statt. Mehr als 3.700 Aussteller aus 63 Ländern präsentieren hier ihre Produkte. Diese Messe ist die größte, die stärkste, die schönste Messe, die es eigentlich weltweit gibt. Und dass sie in Bayern stattfindet, ist sozusagen passend. Ja? Das stärkste, schönste, nicht unbedingt schwerste, aber das größte und stärkste ist halt nochmal in Bayern. Das ist für uns als Unternehmer ganz wichtig zu sehen, wie die Wirtschaft tickt, wie die Konjunktur sich entwickelt, aber auch die vielen Gespräche mit den Kunden und natürlich auch die Verkäufe der Maschinen. Auch das ist ein Teil unseres Geschäftes hier auf der Bauma. Diese Messe ist ein Aushängeschild für Deutschland. Sie ist nicht nur die größte der Messe der Welt, sie ist eine Leitmesse in der Welt. Zum Ende der Bauma sind die Baumaschinenhersteller guter Stimmung, denn die Baubranche boomt. Für volle Auftragsbücher sorgen derzeit vor allem die Ausbesserung von Straßen und Infrastruktur.